Lady! So. So, wo sind wir denn jetzt? Ja, ja. Bleib geschmeidig. So, wir holen uns trotzdem erstmal nochmal eine schusssichere Weste. Und zwar bevor wir uns um die Mission kümmern. Oder ans Telefon gehen, besser gesagt. Weil ich weiß nicht, vielleicht... Es kann ja sein, dass es irgendwas auf Zeit ist. Und dann möchte ich jetzt nicht nur Zeit verschwenden, um mir eine schusssichere Weste zu holen. So, dankeschön. Dann gehst du einmal hier entlang. Und da entlang. Und oben die Kaps, Katz. Und erstmal springen nochmal, bevor ich ans Telefon gehe. So, geht doch. Telefon. Warte mal, es war ein Unfall. Hey Gecko, ich bin's, Unocarp. Ich brauche dich, um drei Verräter zu erledigen, die für rivalisierende Organisationen arbeiten. Zuerst musst du ein Spezialpaket abholen. Oh nein, ich kämpfe wieder gegen beide. Darf ich bitte zuerst den Russen, damit die mich vielleicht nicht mehr ganz so hassen, die Krishnas? Wo ist das Spezialpaket? Ich meine, selbst wenn ich sterbe. Sterben ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich habe noch 4 Leben. Ich muss dann nur irgendwann einmal nochmal heil zur Kirche gucken, um meinen Fortschritt zu speichern. So, muss ich hier entlang? Irgendwie so ein bisschen, ne? Man muss immer zweimal hupen, sonst funktioniert das nicht. Aber hier, der südliche Bereich ist eigentlich ganz in Ordnung. Da kann man auch mal so ein paar Abkürzungen fahren. Oh, scheiße, ich bin... Das sieht wieder sehr nach Krishna aus. Immer diese gelben Straßen. Aha, okay. Ein Suzi-Maschinengewehr. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Da ist ein Krishna. Und... Oh nein. Sind das Krishnas? Ich glaube, es sind Krishnas, oder? Ey, wieso komme ich da denn nicht hin? Sag mal. Nee, für die also Russen sind es auf gar keinen Fall. Für mich zu weit weg. Oder mal. Hallo? Na? Scheiße! Oh Gott, das war so dumm. Das war so dumm. Also das sollte mir jetzt nicht passieren, dass ich jetzt hier festgenommen werde. Gut, okay. Central Mariana. Oh, sind es doch Russen? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist das Paket. Es wird bewacht von irgendwas. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ja sagen. Aber ich habe noch Molotov-Cocktails. Der war eigentlich ganz geil, ne? Also, dann kann ich jetzt erstmal hier ruhig runterfahren. Fallen. Dieses Ding ist nicht sicher. Okay, es waren wieder Krishnas. Natürlich waren es Krishnas. Ausgezeichnet, Gecko. Du hast das Spezialpaket. Sei äußerst vorsichtig. Es kann leicht nach hinten losgehen. Aha. Ja, so darf ich mich da nicht fallen lassen, oder? Getroffen werden. Das ist wahrscheinlich ein Sprengsatz. Liefer Spezialpaket an Bilowski, den verrückten russischen Waffenfanatiker. Okay. Puff! Doch nicht. So, das Gute ist erstmal... Oh Gott. Mir ist nicht allzu viel passiert, ich wurde nur zweimal getroffen. Ein... Reicht, ne? Ein so ein Flammenwerfer. Ich sollte wahrscheinlich nicht allzu viele Unfälle bauen, gehe ich mal von aus. Dann versuche ich mal ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Ja, ich versuche es. Ihr habt richtig gehört. Okay, fahren wir hier. Ach, ich muss bestimmt auch wieder in das HQ, denke ich mal. Ich will wahrscheinlich auch der Waffenmeister sein. Ich will keine Crashs machen. Es geht um drei Verräter, ne? Stop. Ich komme! Petula! Ich will nicht zu schnell fahren, wirklich nicht. Ich hab nicht Angst. Schlimm wie Plutonium oder sowas. Oh, hi. Jetzt geht's da nicht weiter. Okay. Aber die nächste Straße führt mich bestimmt nach Norden. Ja, ich wusste es doch. Hier so, da so. Stopp!
hervorragende Bremsen. Die funktionieren auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen sagen. Und hier rein. Keine Sackgasse. Gut, die Straße geht weiter. Boah! Jetzt ist schon wieder anzupfen. Boah, will ich nie sehen. Also der beste Weg, wirklich um die Polizei loszuwerden, ist einfach nur aus dem Auto auszusteigen, ein bisschen zu Fuß rumzurennen. Wahrscheinlich wieder Spiel nicht drauf klarzukommen, weil die Polizei. Sind zu unaufwendig wahrscheinlich. So. Wo bist du denn? Ach, da bist du ja. Hi. Wo schießt du? Hi. Bei München in Russland. Gib mir die Waffe und ich gebe dir ein paar Tage dieser Batsu. Für ein paar Tage dieser Batsu-Eingangscodes. Du kann ich Uno Cap und seine grünen Jungs wegputzen. Soll ich ihn töten? Gib mal alles zurück. Der Abzug hat geklemmt. Geh mal einen Schritt zurück. Ah. Ah, okay. Das war Nummer 1 offensichtlich. Erfolg auf ganzer Linie, Gekko. Jetzt brauchst du eine fahrbare Würstchenbude, um den zweiten Teil dieses Auftrages zu erledigen. Okay. Ach, guck mal, da ist er. Ist er der Typ. Ich wollte Raketenwerfer. Der ist direkt einer. Ich werde wahnsinnig. Komm, stehen bleiben. I need your car. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Ja, das ist wieder mit dem Krüschmaß. Die mögen Würstchen. Nein! Okay. Das wäre echt ungünstig gewesen. Gut, Gekko, triff dich jetzt mit einem anderen Setmann. Er hat eine tödliche Waffe für dich. Kann ich mit aus meinem Würst dann Raketen schießen? Das wäre eigentlich ganz geil. Oh Gott. Schade, ich dachte, ich könnte so einen Jingle machen. So ein Achtung, der Wurstwagen kommt, Jingle. Na gut, der fällt wenigstens sehr gediegen. Da brauche ich mir um die Geschwindigkeit keine Sorgen zu machen. Selbst wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe, die ich überschreite. Ich glaube, der kriegt das nicht hin. Weil langsam ist er ja nicht, ne, aber... Quiet. Alter, aber bis er mal auf Turm kommt, das dauert schon ein paar Tage. Au. Entschuldigung. Ich bin ja gerade auf neutralem Gebiet. So. Ei, wo ist er denn? Hier auf dem Parkplatz, so wie es aussieht. Guten Tag. Beweg dich nicht aus deiner Farbe, Würstchenbude. Das ist wichtig für diesen Job. Gut, Gekko, triff dich jetzt mit einem anderen Z-Mann. Er hat eine tödliche Ware für dich. Hi, wir hatten wohl eine Verabredung. Du wartest hier, während ich die Würstchen auflade. Erledigt, oder? Trink mal einen Schluck Kaffee. Interessante Musik. Die Zielperson wartet auf deinen Würstchenwagen, Gekko. Ach ja, diese Würstchen sind vergiftet. Ah. Ein Schlückchen Mut. Boah, bitte nicht zu den Krishnas. Ich habe keinen Bock auf die Krishnas, echt nicht. Eine Person ist in Ordnung, aber nicht. Ich will nicht mehr. Aber die Richtung sieht so verdächtig danach aus, also muss ich genau dahin. Ja, ja, ich mogel mich an dich vorbei, keine Sorge. Ich muss doch Würstchen liefern, die Jungs haben doch Hunger. Au! Mein Headset-Kabel hängt gerade wieder so ein bisschen ungünstig irgendwo fest. So. Oh Gott. Ich habe gerade mit der zweiten Hand mein Headset-Kabel weggeballert und habe da gerade kurz nicht zum Bildschirm geguckt, aber ich habe es gerade eben noch so hingekriegt. Reaktionen funktionieren also doch noch so ein bisschen. Oh nein. Ich verbrenne mir doch mein Würstchen hier, ey. Ah. Warum haben die auch einen Flammenwerfer, die Penner? Hör mal, Polizei, ne? Die fackeln hier Leute ab. Das ist nicht cool. Abschießen ist eine Sache, aber abbrennen ist sehr grausam. Oh Gott. Hi. Oh no. Nein! Nein! Ach, scheiße. Scheiße. Ja, es war abzusehen. Ich war dumm. Ich war dumm. Warum steige ich denn auch aus, ich Idiot? Was ist denn in mich gefahren? Aber andererseits war es auch wieder mega ungünstig. Es war so ein Pech, ne? Dass genau dann, wenn ich da bin, dass da so ein Spacko steht. Echt. Nervt. Nervt, wirklich. Egal. Müssen wir halt normal machen. Ist halt so. Kommt man leider nicht drum rum.
Das einzige Schöne ist, ich kann jetzt auf dem Weg nochmal eben speichern fahren. Ja, es war so dumm von mir. Es war so dumm. Warum steige ich denn aus? Was habe ich mir denn gedacht dabei? Ja. Ich weiß, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich ins Auto schnell einsteige, vielleicht brenne ich dann nicht mehr. Vielleicht rallt das Spiel es dann ja nicht. Hätte ja sein können. Aber hey, es kann sein, dass die Krishnas jetzt vielleicht gar nicht mehr so böse auf mich sind. Ne? Also, dass sie jetzt nicht mehr mit dem Flammenwerfer verschießen, weil es kein pulsierendes Minus mehr ist. Aus irgendwelchen Gründen. Offensichtlich hat es den Jungs gefallen, dass ich verkackt habe. Also, wohl erstmal noch einmal zu Kirsche. So. Nein, hier ist es nicht. Interessanterweise reicht das immer eigentlich erst, wenn ich die Lackiererei sehe, dass ich dann da vielleicht doch irgendwo mal richtig sein könnte. Dann war, glaube ich, hier auf der Hauptstraße. Ich bin schon zu weit. Oder? Und dann Krim. So, weil ich meine, ich war doch auf der Hauptstraße, oder? Lackiererei, oder auch nicht. Wie auch immer. Ah, da ist er, da oben ist er, ja. Alles klar. Und demnach dürfte. Da war gerade diese Saves. Genau. Dabdadla. Keine schusssichere Weste mehr, leider. Aber gut, ist halt so. Und auch alle Waffen, die ich hatte, weg. Alle Waffen, die ich hatte, weg. Das ist so traurig. Aber egal, egal. Ah, Hauptsache, wir haben die eine Mission erstmal geschafft. Und drei Leben haben wir ja auch noch. Und wie gesagt, sollte es da mal knapp werden. Wir haben immer noch Amokläufe, die wir bestreiten können. Hoffentlich dann auch erfolgreich. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hab ich jetzt doch gar nicht gecheckt. So, komm, Baby. Mach fertig. War übrigens total sinnvoll von mir, ne, dass ich jetzt ungefähr so 2,5 Wochen im Voraus aufgenommen habe. Ne? Und dann sagt, ja, hör mal, wenn das so mit den Farbeinstellungen schlecht oder gut ist, ne, dann sagt Bescheid. Ne, dann mache ich das nächste Mal dann anders. Aber das nächste Mal wird dann irgendwie wahrscheinlich das übernächste Projekt sein oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe es hinbekommen übrigens. Ne? Wenn ihr das Video jetzt hier gerade auf Vollbild stellt. Ne? Ich hatte sonst immer, glaube ich, bis MDK war es auf jeden Fall, aber bis zur vorletzten Aufnahme von GTA 2, dass links und rechts im Vollbild immer ein Balken war. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hoffe, dass ich das jetzt behoben bekommen habe. Dass ich jetzt weiß, wie ich das im Renderprogramm mache, damit das eben nicht der Fall ist. Könnt ihr mir bitte ausprobieren, mal Bescheid sagen, ob das funktioniert hat. So, ja, okay. Nehmen wir wieder den Stinker, genau. Nehmen wir fast hier den Polizisten mit. Das Textfeld ist leider im Weg. Ja, ätzend. Ja, aber das war wirklich meine eigene Blödheit. So, weil ich überfordert war. In der ganzen Geschichte. So, zack. Doppelläufige Pistole haben wir zwar jetzt, oder bekommen wir jetzt, will ich aber gar nicht haben, weil die brauche ich nicht. So, einmal ein Päckchen abholen, ein bisschen Maschinengewehr habe ich dabei, das ist gut. Ja, das sind aber. Sind das Krishnas? Ich glaube, das ist mein Krishnas, ne? Weil dann könnte ich natürlich wieder in Schwulitäten gelangen, ne? Dass sie mich dann doch wieder noch weniger mögen als sonst. Also, ich weiß jetzt nicht genau mit der Popularität, ne, dass ich zwar bei minus 5 oder minus 6 bin. Aber halt nicht dieses Pulsierende habe. Es könnte sein, dass sie dann ihre Extrawaffe nicht aktivieren. So, okay, der erste ist klar. Müssen wir uns erstmal ein Päckchen holen. Aber ich habe jetzt leider habe ich jetzt keine Molotovs mehr. Ne? Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Egal. Einfach haben wir jetzt eine schön schnelle Karre. Ah, ich dachte, das wäre hier unsere Straße. Wow, ich bin auf der Brücke unterwegs. Spontan hier einfach anfangen zu schreien, ne? Gefällt mir. Wieder Bajo, wieder Riva. Guck mal, ich möchte euch nichts tun, ne? Ich will wirklich nur das Päckchen abholen. Okay, liebe Krishnas. Ah, guck mal, hier ist nochmal eine Waffe. Nice. Der braucht aber auch immer so lange zum Aufsteigen. Das ist das Problem. Er ist schuld, nicht ich. So. Und
Halliop. Und guten Tag. Lass mich bitte einfach sterben. So, danke schön. Dreimal wurde ich getroffen. Ausgezeichnet, Gecko. Bla 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 bla. Gut, dann einmal zu den Ruschkis. Okay, jetzt mögen die uns wieder gar nicht. Gar nicht. Ja, wenn ich bei den Russen bin, dann könnte ich wirklich mal so vielleicht mal so ein bisschen Schabernack treiben. Und eine Tatsache, dass ich dann eh wieder zu den Bekloppten muss. Ich sag mal, Maschinengewehr können sie gerne haben. Also Maschinengewehr wäre schon scheiße genug, ne? Aber, der Flammenwerfer, der killt mich wirklich. Also, wortwörtlich killt er mich sogar. Also, letztes Mal war ich noch vorsichtig mit dem Päckchen hier, ne? Soll ich jetzt vielleicht auch mal sein? Ja, bin ich jetzt vielleicht auch mal. Jetzt vielleicht dann doch nicht so gut, dass ich jetzt so ein schnelles Auto habe. Kann mich ja gleich erstmal wieder versuchen, da mit so einem verkackten Würstchenwagen machen, ne? Das war letztes Mal so praktisch. Wurde mir da quasi ins Gesicht gehalten. Ach, und der Weg war ja ziemlich immer verworren. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch über den westlichen Weg dahin. Oh, gut. Stopp. Nerv mich nicht. Er ist einfach zu schnell, ne? Kommen wir so weiter? Ja, kommen wir. Ah, jetzt sind wir erst in Krim. Aber ich glaube, die Krishnas, die freut sich sehr darüber, wenn wir uns um die Russen kümmern. Weil deswegen hatten wir ja gerade auch vielleicht, weil wir einen quasi mit dem Raketenwerfer umgebracht haben. Oder halt generell einen Schlag gegen sie gesetzt haben. Deswegen waren wir da vielleicht bei denen nicht mehr ganz so unbeliebt. Und wenn wir dann noch ein paar mitnehmen, klar, ne? Also wenn ich noch bei minus 5 und nicht bei minus 6 bin, das wäre schon echt gut. Würde mich freuen. Da sind ja kaum Leute. Hi. Na? Boah, Mütterchen in Russland, gib mir die Waffe. Ich will nur deine Waffe einsammeln gleich. Bitte einen Schluck Kaffee trinken. Was soll der Scheiß? Geh mal einen Schritt zurück. Und tschüss. Und der geht down. Der geht down. Mein Raketenwerfer. Lalalalalala. Aber was haben die für eine Waffe, frage ich mich. So, seid ihr jetzt zufrieden? Ja, okay, sie blinkt nicht mehr. So. Dankeschön. Nee! Ich muss ein Batzen für die Krishnas offensichtlich töten, oder? Achso. Ja, gut. Okay. Oh, ein Würstchenmobil. Würstchenmobil. Ja, von mir ist das Ganze brennen. Ich muss ja eh austauschen. Brenn doch, du Sau! Pravda. Also, oh, fährt hier jetzt auch nicht unbedingt ein Sohn, habe ich mir das Gefühl, ne? Kann aber auch an mir liegen. Okay, ich schieße mit Pistolen, das finde ich erstmal gut. Das ist wirklich gut. Wo kommen sie mit Gewehren schießen? Das interessiert mich auch nicht. Also, ich muss doch mal irgendwo ein bisschen mobil rumfahren, oder? Ah, ich muss ja eh erstmal wieder zurück zum anderen Kollegen bringen. Oh, auf der Stromleitung ist ein GTA-Bonusmarken-Gedöns. Auch nicht schlecht. Also, um die alle zusammen, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen kreativ sein mit den Wegen, die man gehen kann. Also, auf jedes Haus mal hochrennen. So wie ich es im ersten Teil eigentlich auch gemacht habe, wegen der Multiplikatoren, die man einsammeln kann. Also. Ich finde keins. So leid es mir tut, ich finde wirklich keins. Es tut mir so leid. Wirklich. Hallo. Ey, es kann nicht wahr sein. Nur im präferierten Ort, wo die immer lang fahren. Im neutralen Gebiet vielleicht. Weil da die ganzen Würstchen sind. Ah, lalalala, ich hab dich, ich grüß dich. Auf zu blockieren. Ich hab
keine Zeit, um jetzt auch noch was. Nein, es ist auch noch. Es ist doch nicht wahr. Er ist noch nicht weg. Nein, es ist auch noch Polizei. Oh, ich kriege doch zu viel. Wo fährst du lang? Okay, da willst du lang. Der Polizist fährt nicht da lang, ne? Nein, 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 nein.